Darf meine EM-Rente gepfändet werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Auch wieder eine ganz interessante Frage, die wir erhalten haben. Ein besorgter Versicherter schrieb uns mit der Frage, darf denn meine EM-Rente überhaupt gepfändet werden? Da scheint er wohl ein kleines Problem zu haben und irgendein Gläubiger hat ihm wahrscheinlich die Rente gepfändet, so genau hat er es nicht beschrieben. Also grundsätzlich, jede gesetzliche Rente darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gepfändet werden. Das ist relativ eindeutig und zwar in der Auszahlungsphase ist das sogar gesetzlich vorgesehen, dass gesetzliche Renten wie alle Forderungen, die Sie gegenüber zum Beispiel der Deutschen Rentenversicherung haben, gepfändet werden dürfen. Die Rentenpfändung ist eine Forderungspfändung. Das heißt also, wenn Sie jetzt Schulden haben und die nicht zahlen, kann der Gläubiger hier die Pfändung in die gesetzliche Rente in der Auszahlungsphase auf jeden Fall einleiten oder sogar auch schon die Rentenanwartschaften dann für die Zukunft auch pfänden. Aber das ist etwas schwieriger. Aber generell ja, Erwerbsminderungsrenten dürfen wie Altersrenten und auch wie hinterbliebenen Renten dort mit Einschränkungen gepfändet werden. Wir haben eine Pfändungsfreigrenze für eine einzelne Person netto im Jahr 2019 monatlich von 1.139,99 Euro. Bis dahin haben wir sogenanntes monatliches pfändungsfreies Einkommen. Das müssen Sie aber selbstverständlich gegenüber der Deutschen Rentenversicherung dann auch mitteilen, ja, und müssen das gegebenenfalls dann auch im Pfändungsverfahren hier bei den entsprechenden Behörden, bei dem Pfändungsgericht dann auch bekannt geben, dass hier eine Pfändungsfreigrenze festgelegt wird für Sie, damit hier die Rentenleistungen nicht durchweg weggepfändet werden können. Näheres zum Thema Pfändung der Altersrenten oder der Renten generell finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.